Nein, nicht, nein, das ist nicht durch, das ist nicht. Ich spüre das doch. Ich spüre das. Ja, bleib lieber mal noch 10 Minütchen sitzen, bevor du weitermachst. Und jetzt gehen die zwei Wanderer, wie gesagt, weg. Das, was die Wanderer gemacht haben, das kann ich einfach nicht verstehen. Das ist wirklich grob fahrlässig. Ja, erstmal Rettungswagen, dass sie schon mal hierher kommen. Ich nehme kurz dein Bike, ja? Du musst doch einen Notarzt holen. Ja, Notarzt kommt auch. Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Am vergangenen Wochenende waren wir in Hahnklee im Bikepark. Dort ist es zu einem Zwischenfall gekommen, in dem ein Junge einen Fahrradunfall hatte und sich das Schlüsselbein gebrochen hat, wie sie später herausgestellt hat. Ich mache dieses Video jetzt, um euch zu zeigen, wie man nicht reagiert und wie man zu reagieren hat in so einer Situation, da die Ersthelfer vor Ort nicht das Richtige getan haben und wichtige Minuten vergangen sind, bis der Notarzt und der Rettungsdienst überhaupt alarmiert wurden. Da die Jungs, die den Unfall hatten, selber aufgenommen haben und Simon, der mir hinterhergefahren ist, auch aufgenommen hat, habe ich 3 Kameraperspektiven und dann werde ich zwischendurch immer wieder was zu den einzelnen Situationen sagen, damit ihr euch besser in die Situation reinversetzen könnt und damit ihr die Fehler seht der Ersthelfer und wie ihr richtig reagiert in so einer Situation. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Was? Oh, nee, habe ich nicht. Was hat er? Warte. Ja, dann sofort Rettungswagen. So, das ist dann die erste Stelle, wo ich auf jeden Fall was zu sagen muss. Und zwar haben die Wanderer mich nach der Liftnummer gefragt. Also wollten die quasi erstmal fragen, so was die jetzt zu tun haben. Was aber totaler Blödsinn ist. In so einer Situation sofort den Rettungsdienst rufen, sofort die 112 anrufen, gar nicht lange überlegen. Der Junge liegt da oder sitzt da, er kann nicht alleine aufstehen. Der Notarzt und der Rettungsdienst muss schon mal alarmiert werden, damit der Junge nicht so lange leidet und damit seine Schmerzen schnell eingestellt werden können. Bevor es bei mir mit dem Video jetzt weitergeht, zeige ich euch die Sicht von den Jungs, kurz nachdem der Sturz passiert ist, denn da gibt es noch einiges, was anders hätte laufen müssen, aber seht selbst. Fuck. Wo tut's weh? Luis? Schlüsselbein. Was? Schlüsselbein. Als ob dein Schlüsselbein jetzt durch ist. Nein. Oh. Tut's weh. Schlüsselbein. Oh, es geht. Dass die Frau dann den Brustpanzer abgenommen hat, ist vielleicht noch in Ordnung, aber das, was jetzt kommt, geht überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich durch. Nein, nicht, nein, das ist nicht durch, das ist nicht. Ich spüre das doch. Ich spüre das. Also da stellen sich bei mir echt die Nackenhaare auf, wenn ich sowas sehe. Das geht einfach gar nicht. Sie hätte mit dieser Aktion den Jungen auf jeden Fall noch weiter verletzen können. Denn wie sich nachher herausgestellt hat, ist das Schlüsselbein komplett durchgebrochen gewesen. Und in der Situation, wo der Junge jetzt gerade ist, hat er eine Schocksituation. Das heißt, er spürt erstmal gar keinen Schmerz. Er kann gar nicht einschätzen, ob das jetzt ein Bruch ist, ob das vielleicht nur eine Prellung wird. Man merkt es einfach jetzt noch nicht. Und diese Aktion hätte auch anders ausgehen können. Das kann bis zur Querschnittslähmung führen. Da muss nur irgendein Wirbel falsch sitzen oder so. Und der, bei dem ihr das dann versucht, ist fürs Leben geschädigt, sitzt im Rollstuhl, kann sich nicht bewegen. Das geht von jetzt auf gleich. Wenn der Junge schon sagt, es könnte das Schlüsselbein sein, ihn vorsichtig auf den Rücken hinlegen, ihm sagen, dass er sich so wenig wie möglich bewegen soll und die Schulter nicht belasten. Und um alles andere kümmert sich dann der Notarzt und nicht die Wanderer. Das tut nicht mehr weh. Sicher? Und das sah nämlich nicht gut aus. Alter. Ja, es ging bis zum Glück hier. Ja. Ich bin hier auf 2 Kilo losgefallen. Das ist ein schöner Abgang. Das kann ein Glück gewesen sein, wenn du ja getroffen bist. Nee, ist nicht durch. Alles gut. Luis! Auch anders sich verhält, wo du das gerade hochgemacht hast. Hat er geschrien? Ja.
Hast du wahrscheinlich erschrocken, ne? Bleib lieber mal noch 10 Minütchen sitzen, bevor du weitermachst. Und das war jetzt die Hilfe von den Ersthelfern. Diese hätten sofort den Notruf wählen können. Stattdessen stellt die eine Frau irgendwelche Diagnosen und am Ende sagen sie dem Jungen noch, er soll noch 10 Minuten sitzen bleiben, bevor er weiterfährt. Das ist quasi so, als würde man jemandem sagen, er kann bei Rot über die Ampel fahren, er müsste aber nur kurz warten und dann wäre das kein Problem. Und jetzt gehen die zwei Wanderer, wie gesagt, weg. Das macht man in so einer Situation einfach nicht, denn sie wissen ja nicht, wie sich das entwickelt. Wie ihr jetzt in meinem Video sehen werdet, als ich vorbeigekommen bin, konnte der Junge sich gar nicht mehr bewegen, konnte nicht alleine aufstehen, gar nichts. Er hatte so starke Schmerzen und das zeigt halt total, dass die Situation sich von jetzt auf gleich ändern kann. Das, was die Wanderer gemacht haben, das kann ich einfach nicht verstehen. Das ist wirklich grob fahrlässig. Wo tut's denn weh? Ja, ruf mal einen Rettungswagen. Ja, ja. Rufen Sie schon ein? Ja, erstmal Rettungswagen, dass Sie schon mal hierher kommen. Wir wissen überhaupt nicht, was, wo ist denn das? Ja, ja, wir klären das schon ab. Ja, ja. Was? Ich habe kein Handy dabei. Die Schlüsselbein durch. Genau, danke schön. Ich hab's doch weggemacht, weil jemand schon kommt mal ins Haus. Ach so, ist wieder weg? Nee, es ist schon ausgelöst, du kannst ja nicht durch. Ich muss mal ganz kurz seinen Helm abnehmen. Ja, wie hat man das geschafft? Hallo? Ja, Frischmüller, guten Tag. Bikepark Hahnklee. Ein Junge ist hier mit dem Fahrrad hingefallen. Wahrscheinlich ist das Schlüsselbein gebrochen. Nee, das ist ein bisschen weiter oben bei der Tanliki Line. Wir würden sie aber abholen beim Lift und dann würden wir ihnen das zeigen, wo das ist. Da müsste man mit dem Fahrzeug hinkommen. Hier ist auf jeden Fall ein großer Feldweg. Das ist schon im unteren Teil. Ja, ich würde jetzt runterfahren und dann warten und dann würde ich die Kollegen halt... nee, die können ja auf den... die kommen bis zur Seilbahn unten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommen die da durch. Und dann holen wir die ab bei der Seilbahn. Bei dem Sessellift am besten. Ja. Also, genau, beim Sessellift, ne? Schulterverletzung. Ja, er liegt hier auf jeden Fall bei Bewusstsein, alles gut. Aber kannst du aufstehen? Kann nicht aufstehen. Ja. Hat starke Schmerzen. Ja, wir holen sie von unten ab. Alles klar. Danke auch, ciao. Ja. Ja, lass mal zum Lift und die abholen dann. Dankeschön. Runter zum Lift und dann holen wir den Rettungsdienst. Ja, passt du so lange auf ihn auf? Alles klar. Achtung, dankeschön. Hi. Oben hat sich ein Junge hingelegt, Rettungsdienste schon informiert. Wie kommt denn der am besten zur Tanliki-Line anfangen von der Tanliki? Bitte? Hier vorne die. Genau, hier oben zur rechten Seite hoch, diese grüne. Also ich habe ihm gesagt, er soll jetzt auf jeden Fall zum Sessellift kommen. Ja. Ja. Ja, ja, und dann kurz durch das Waldstück und dann, ja. Gut, okay. Dann lass mal vorne zur Straße auf jeden Fall. Ja, danke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Jetzt können wir kurz das Bike hier stehen lassen. Ja, aber natürlich. Kannst du drauf aufpassen. Einer von euch kann sich ja da vorne hinstellen, weil das ist auch noch eine Zufahrt. Fahr mal hinten zu dem Parkplatz da, wo das Auto jetzt steht. Fahr mal schnell hin. Fahr mal schnell hin. Ah ne, der kommt schon von da, alles gut. Ganz wichtig ist, wenn ihr euch nicht auskennt in dem Gelände, holt euch auf jeden Fall Hilfe von anderen. Geht zu den Leuten und sagt, sie helfen mir jetzt, ich brauche Hilfe. Und dann macht ihr das so wie ich. Schaut, wo die Zufahrten sind und sorgt dafür, dass ihr auf jeden Fall den Rettungsdienst abfangen könnt und empfangen könnt. Und wenn die dann eingetroffen sind, schildert denen präzise, was passiert ist und führt sie dann zu dem Unfallort. Und wie ihr auch gleich sehen werdet, in der Hektik erkenne ich nicht den richtigen Weg
und meine dann zu den Rettungskräften, dass ich kurz aussteige. Das war auch das Richtige. Wären wir jetzt weitergefahren, dann hätten die umdrehen müssen und das wäre schwierig gewesen auf der Rasenfläche. Wichtig ist halt immer, die richtige Entscheidung zu treffen, aber das tut man in so einer Situation eigentlich intuitiv. Jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. Ich müsste einmal mit ihnen mitfahren, damit ich ihnen was zeigen kann. Ist ein Stückchen im Wald. Ja. Wir müssen jetzt die Skipiste hoch, das ist Rasen. Das ist aber, es würde gehen. Jetzt genau den Waldweg, genau. Ja. Genau, jetzt links. Müsste schon der richtige sein, ja? Ja. Ich muss mal ganz kurz. Das ist alles so über. Das ist die Hauptskipiste runter hier. Ja, genau, also wir sind schon richtig. Entweder ist das jetzt hier der Weg oder ein weiter. Ich guck mal ganz schnell. War das hier? Ah ja, hier. Damian, ich nehme kurz dein Bike, ja? Muss doch einen Notarzt holen. Echt? Ja, Notarzt kommt auch.